Irrech, ökologische Wärme von der grünen Energie. Irrlech ist ein familiäres Unternehmen, das im Jahre 1982 begründet wurde. Heute ist Irrlech ein bekannter und hochgeschätzter in Polen und außer Polens Grenzen Käsehersteller. Unsere Käse sind mit Lizenzpatent hergestellt. Sie gehören den modernsten Festbrennstoffkäse. Bei der höchsten Wärmeeffektivität von 87% verbrennen und vergasen sie Holz, Steinkohle, Braunkohle, Torf als auch verschiedene Briketts. Der Betreiber ist nicht nur auf einen Brennstoff begrenzt und die Montagenkosten rentieren sich sehr schnell. Käse verfügen über alle ökologisch-energetische Zertifizierungen und auch über CE. Heutzutage wachsen Preise populärer Kraftstoffe wie Heizöl, Gas und Strom. Irrlech Käse finden viel Anerkennung unter Benutzer sowohl in Polen als auch in anderen Ländern. Das Unternehmen Irrlech investiert in Personal und moderne Technologie. Unser Hauptziel ist die höchste Warenqualität und Kundenzufriedenheit. Herstellung. Irrlech Käse sind projektiert und produziert mit Hilfe von neuesten Programmen und Geräten. Zu ihrer Herstellung werden nur attestierte Stoffe und Materialien angewendet. Das garantiert Beständigkeit und Zuverlässigkeit. Das hoch ausgebildete Personal verfügt über große Erfahrung und hohe, mit Zertifikaten bescheinigte Qualifikation. Auf jeder Herstellungsstufe wird eine Qualitätskontrolle ausgeübt, auch eine Druckprobe. Sie sind in Typen 20, 30, 40, 60 und 80 kW hergestellt. Käse mit Leistung von 30 bis 40 kW erfreuen sich bei den Benutzern größter Beliebtheit. Sie eignen sich für Heizung von Wohnhäusern und anderen Gebäuden mit Nutzfläche von 100 bis 300 Quadratmeter. Wir stellen Ihnen einen kurzen Anleitungsfilm vor. Achtung! Dieser Schulungsfilm befreit nicht von der detaillierten Bedienungsanleitung. Der Benutzer wird zur Beachtung der Vorschrift verpflichtet unter Gefahr des Garantieverlustes. Ein für längere Zeit gelöschter Käse soll von der elektrischen Versorgung abgestellt, sehr genau von den Verbrennungsrückständen gereinigt und geöffnet werden. Das garantiert eine gute Ventilation und schützt vor Feuchtigkeitskondensation. Achtung! Die Regelung kann nur von einer berechtigten Dienstleistung erfolgen. Nach Käsemontage, aber vor erster Anfeuerung, soll man alle Arbeitsparameter regeln.
Diese Tätigkeit kann nur von einer berechtigten Dienstleistung durchgeführt werden. Während der Kieselnutzung gibt es keine Regelungsnotwendigkeit. Der Betreiber soll sich nur auf Ein- und Ausgang des Kiesels beschränken. Achtung! Der Kiesel darf nur von den Erwachsenen bedient werden, die sich mit der technischen Dokumentation vertraut gemacht haben. Während der Bedienung von jedem Zulegen des Brennstoffes oder vor der Anfeuerung soll man den Rost und den Brenner reinigen. Bei dem richtig geregelten Kiesel, reinem und trockenen Brennstoff, wird jeder Wechsler jede 2-3 Monate und nach der Heizsaison gereinigt. Die beste Art und Weise, um den Schmutz loszuwerden, ist ihre Entfernung von allen Brettern. Die Anfeuerung beginnen wir mit dem Öffnen der Anlage und oberer Tür. Durch diese Tür legen wir Papier, kleine Holzstück, und dann, bis zum halben Füllraum, legen wir trockene, größere Holzstücke. Wir schließen obere Tür. Dann zünden wir an. Untere Tür lassen wir für 10-15 Minuten 1 cm geöffnet. Achtung! Es ist verboten, Benzin zu benutzen. Nach einigen Minuten kommt eine Glut, die den Brenner bedeckt. Wir schließen die untere und machen die obere Tür auf. Wir ergänzen den Kiesel mit Brennstoff. Es können Kohle und Briketts sein. Bei der Ladung soll man aufpassen, die geöffnete Anlage mit Brennstoff nicht zu stoppen. Dann schließen wir Tür. Aus dem Schornstein wird ein dichter, dunkler Rauch herauskommen, der ein Wirkungseffekt der oberen normalen Verbrennung ist. Erst jetzt schalten wir den Wechsler, schließen die Anlage und regeln die sekundäre Luft. Den Ventil drehen wir zum leichten Widerstand zu und dann drehen wir ihn zweimal ab. Wenn der Rauch immer wieder herauskommt, drehen wir den Ventil noch halb ab. Wir wiederholen diese Tätigkeit, bis der Rauch aus dem Schornstein verschwinden wird. Achtung! Die sekundäre Luftregelung machen wir bei der ersten Anfeuerung oder bei dem Brennstoffwechsel. Wir lassen den Kiesel unter der Wechselkontrolle, bis eine Notwendigkeit vorkommt, eine neue Portion des Brennstoffes zu fügen. So ein angeheizter Kiesel kann pausenlos arbeiten bis zum Erlöschen nach der Heizsaison. Achtung! Vor jedem Öffnen der Türen soll man rücksichtslos den Wechsler ausschalten und die Anlage aufmachen. Wir sind überzeugt, dass dieser kurze Film in Verbindung mit detaillierten Informationen verursacht, dass Sie sich den großen Betreiberkreis anschließen. Unsere Benutzer beheizen ihre Wohnungen billig,
und umweltfreundlich.